Grüße aus Sölden. Diesen Ollweite Trail. So einen langen Trail bin ich noch nicht gefahren. Liegt einfach mal im Schnee. Wow. Das ist ja krass hier. 13.30 Uhr. Danke. Hinterrad versetzen. Ich habe 2,5 Wochen Zeit für eine Bikepark-Tour. Alter, wow, völlig aus dem Häuschen. Ein Riss in der Carbonfelge. Backup-Cup gerade. Okay. Alter, was ist das denn? Das war nicht so ohne. Bikepark-Serfaust. Mega. Hier gibt's noch ein bisschen Stein. Zur Not fährt man den ganzen Tag die Strecke. Was so eine Drop-Kante. Macht richtig, richtig Bock. Runter droppen muss. Kurzes Update, ich bin jetzt im Ötztal angekommen, das ist noch 10 Kilometer ungefähr vom Bikepark Sölden weg. Ich mache mir jetzt gerade noch mal ein bisschen Essen warm. Der Campingplatz in Sölden direkt hat leider geschlossen, an dem war ich nämlich gerade, da stand auch nichts im Internet leider. Aber der hat geschlossen, die bauen irgendwie um und jetzt bin ich hier, aber das sind so, ich sag mal, 10 Kilometer, also kein Problem. Wenn ich mal morgen auf den Bikepark Sölden oder besser gesagt die Bike Republic Sölden gespannt, so nennen sie es. Weil eben das so ein relativ großes Streckennetz insgesamt sein soll mit mehreren Liften und da bin ich mal sehr gespannt. Liebe Grüße aus Sölden. Ich bin jetzt vom Campingplatz hier mal zur Gondel gefahren und habe jetzt gerade schon mal das Bike-Ticket gelöst. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach mal nach oben und ich habe mir die Trailmap besorgt und schaue gleich mal, was wir als erstes fahren. Ich habe noch keine Ahnung, wo es hier so richtig lang geht. Erstmal hier auf der Treppe klarkommen. Aber ich schätze mal, hier geht's nach oben. Servus. Also das hat schon mal geklappt. Jetzt geht's nach oben. Der Campingplatz ist übrigens so 15 Minuten in diese Richtung jetzt gerade. Und der Tagesparkplatz ist da unten steht mein Auto und da unten das Weiße. Und normalerweise gibt es hier einen Campingplatz, das ist da, wohin gerade umgebaut wird. Also hierhin gibt es einen Campingplatz, was eigentlich ziemlich cool ist. Das heißt, man kann fast im Bikepark stehen und könnte auch nach dem Biken mal kurz rüber da zum Campingplatz fahren, die 100 Meter. Also richtig cool, schade, er ist gerade leider zu, aber der macht ab Dezember 22 dann wieder auf. So, ich glaube, hier geht's raus. Ich bin gerade dabei, hier den Berg zu erkunden und ich sitze jetzt hier irgendwie schon eine Viertelstunde in irgendeiner Gondel. Ich bin jetzt nämlich gerade hier hochgefahren, die Mittelstation, dann diese blaue hier rüber. Das ist hier gerade die Langeckbahn. Und der Plan ist jetzt hier eigentlich diese 6010 zu fahren. Diesen Ollweite Trail zählt mit 7 Kilometern zu den längsten Lines der Bike Republic. Sie fördert konditionell und ist extrem abwechslungsreich mit coolen Anliegern, leicht verblockten Steinfeldern und Holzkonstruktionen. Das klingt gut. Oh, hier liegt Schnee. Und ich glaube, so einen langen Trail bin ich noch nicht gefahren. Ich habe das nur von oben hier gerade gesehen. Ja, also was soll man dazu sagen? Hier liegt einfach mal eine Menge Schnee. Verrückt. Jetzt geht's, glaube ich, hier runter auf den richtigen Trail. Wow. Mit Aussicht auf einen sehr schicken See. Umleitung, Ollweite Line. Ah, weil jetzt hier Schnee liegt. Ach, sonst geht das hier lang scheinbar um den See rum. Cool. Fast ein bisschen frisch hier im Trikot hier oben. Wahnsinn. Also man ist hier auf einer unheimlichen Höhe hier oben. Das ist echt krass. Und da oben, da liegt richtig Schnee. Da könnte man Skifahren. Also ich glaube, da ist sogar offen. Das sieht nämlich ziemlich frisch gespurt aus alles. So, jetzt geht's auf den Ollweite Trail. Oh ja, der wird matschig. Wegen schmelzendem Schnee. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Ja, danach sehe ich wahrscheinlich so aus, wie einige unten aussahen jetzt. Der ist nämlich ziemlich matschig, der Trail. Da geht es erstmal relativ chillig hier los. Ja, ich glaube, man ist hier mit einem Enduro besser bedient. Ah, jetzt kriegt man hier ein bisschen Fahrt drauf. Bäh. Gehen wir immer mal wieder hier den Siff ab. Das ist ja krass hier. Okay, das ist ja irre. Das ist hier tatsächlich Trail. Man sieht zwar nicht so richtig, wo es lang geht. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt der reguläre Weg ist. Boah. Aber hier geht es irgendwo lang. Man sieht hier so ein bisschen so eine braune Spur.
Hey, das ist ja verrückt. So was habe ich jetzt auch noch nicht gefahren. Crazy. Aber das Schöne ist, dass es hier gerade mal ein bisschen steiniger wird. Das macht es ein bisschen angenehmer. Weil die Stellen, wo weniger Steine sind, das ist sehr matschig. Da sind mir Steine lieber, ehrlich gesagt. Oh, jetzt wird es doch sehr steinig. Okay. Aber der Downhiller ist hier die falsche Wahl. Also tut man sich mit dem Trail oder den Enduro-Bike einen größeren Gefallen hier. Sind wir wieder bei der Kategorie Erlebnis-Trail. Also jetzt nicht so ein typisches Bikepark-Ding hier. Aber das ist doch erst ein Erlebnis. Kurz gucken, ob die Linse sauber ist. So. Ja, und es gibt ja hier viele Trails in der Bike-Republik Sölden. Aber das hier ist tatsächlich ein Trail, der als Shaped-Line gilt. Also das verbuchen die hier unter Bikepark. Es ist, wie gesagt, trotzdem sehr trailig hier. Also hat weniger mit Bikeparkfahren zu tun, ist mehr Trailfahren, sag ich mal. Also wem das gefällt, der sollte sich das auf jeden Fall hier mal anschauen. Auch hier alles abrollbar und einsehbar. Also auch gleich bei der ersten Abfahrt kann man hier schön fahren. Muss ich eigentlich nichts vorher großartig angucken. Das ist angenehm und ist kein Highspeed-Trail. Also gibt immer mal wieder Passagen, die hier, auch wie hier jetzt gerade, mal ein bisschen schneller wieder werden. Aber ist definitiv hier kein Highspeed-Ding. Mein Antrieb hinten ist schon komplett mit Dreck zugesetzt, merke ich beim Treten. Der macht schon komische Geräusche, weil da oben war es schon saumatschig. Hier scheint es jetzt aber ein bisschen zu beruhigen, was den Matsch angeht. Rollt dann hier auch gleich ganz anders. Ja, ich lasse jetzt auch nicht die ganze Zeit die Kamera laufen, immer mal wieder zwischendrin. Weil die Abfahrt ist echt lang. Ich werde euch dann unten gleich mal sagen, wie lang die Abfahrt war. Also es geht hier eigentlich die ganze Zeit hier so bergab. Ich versuche wieder so die markantesten Stellen mal im Video zu haben. Wie das hier zum Beispiel gerade. Zum Beispiel hier nochmal so ein bisschen Norschau mit drin. Ja, macht schon Spaß. Also ist halt so eine... ist relativ entspannt, finde ich. Man rollt ja echt die ganze Zeit runter. Man muss auch im oberen Teil ein bisschen ab und zu mal treten, mal so ein paar Meter, sage ich mal, bergauf fahren. Oben fand ich es jetzt eigentlich nicht so rot. Also das ist ja eine rote Strecke. Da fand ich es jetzt oben eigentlich nicht so. Aber jetzt gerade den Teil hier, da versteht man dann schon wieder, warum es rot ist. Also oben dachte ich noch, naja, geht auch noch als blau vielleicht durch. Aber gut, die Stelle hier, das verstehe ich, das ist dann doch schon wieder eher rot. Vor allem, weil, wie ihr gerade wahrscheinlich gesehen habt, geht es links auch schon ziemlich runter. Da muss man schon, sage ich mal, sicher auf dem Bike sein. Das jetzt als blau zu deklarieren, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen fahrlässig, sage ich mal. Aber das hier ist ganz cool. Also der untere Teil hier gefällt mir richtig gut. Den oberen Teil fand ich jetzt nicht so nice. Aber das war vielleicht auch einfach dem geschuldet, dass es sehr nass war und man es so wirklich nicht so laufen lassen konnte. Aber das hier ist ein richtig geiler Single Trail. Also, ich habe jetzt gerade mal geschaut. Ich habe oben um ca. 13.30 Uhr nochmal dieses Foto gemacht. Also der Trail war ich jetzt ungefähr 20 Minuten unterwegs, von oben bis End of Trail von dieser Line hier. Also 20 Minuten, bin jetzt am Stück auch gefahren, habe keine Pause gemacht. Oben konnte man nicht so schnell fahren, oft wegen dem March, weil schaut mal, wie mein Bike aussieht und wie ich aussehe nach einer Abfahrt. Das ist schon geil, also komplett eingesaut hier. Ich war davor komplett schön sauber, aber war cool, war ein Erlebnis auf jeden Fall. 20 Minuten unterwegs, richtig krass. Von da ganz oben bis runter, also das ist mal ein Erlebnis und ich check jetzt mal aus, wo noch die anderen Trails sind.
Also wenn man jetzt wieder von dieser Bahn, mit der ich gerade gefahren bin, wieder zurückfährt, fährt man noch so ganz normal diese Blue Line hier. Also man ist, wenn man dann nach ganz oben fährt, da ist man ewig unterwegs. Also die lange Liftfahrt hat man ja auch noch. Also da muss man schon ein bisschen Zeit für einplanen. Ich sag mal, Abfahrtszeit hat man da sicherlich mal ganz locker eine halbe Stunde. Von ganz oben die rote und dann noch mit der blauen jetzt hier nach unten. Ganz locker eine halbe Stunde. Also diese blaue Line, habe ich jetzt gerade mal gesehen, heißt übrigens On Line. Ich zeige jetzt gleich nochmal auf der Bike Map, wenn ich unten bin, wie ich denn jetzt dann genau gefahren bin. Den Teil hier bin ich auch noch nicht gefahren, ist auch ganz cool gemacht, wie gesagt. Die geht auch echt richtig schön lang. Ich weiß gar nicht, ob die dann noch weiter oben auch noch beginnt, die Strecke. Die macht eigentlich auch Spaß, weil die hat auch einen ganz guten Speed hier. Also cool. Also schon wahnsinnig aufwendig hier gemacht, ne? Mit den ganzen North Shore Elementen so, mit diesen Brücken als Verbindungswege, da haben die dann schon gut Arbeit hier reingesteckt. Wenn man selber so ein bisschen North Shore mäßig mal was gebaut hat, der weiß, dass da richtig Arbeit und richtig Geld hinter steckt. Wenn man aber sieht, was für ein Aufwand betrieben wird, die Ski- und Snowboardfahrer glücklich zu machen, wie ich ja auch einer bin im Winter, Snowboarder, dann betreiben die halt mittlerweile auch fast den gleichen Aufwand, sage ich mal, zum Biken. Ja, der Rest der Strecke besteht dann hauptsächlich hier eigentlich aus dieser Mountain-Kart-Strecke. Und dann kommt hier nochmal so ein kleiner technischerer Abschnitt und kann dann hier noch ein bisschen den Trail fahren. Jetzt haben sie hier unten noch so ein paar, besser gesagt, zwei Sprünge reingebaut. Immer ganz cool. Und das war's dann fahrradmäßig hier auch dann schon. Also ich korrigiere, man ist auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde unterwegs. Und jetzt zeige ich mal kurz, wie ich gefahren bin. Ich bin also hier mit dieser langen Eckbahn hoch. Das heißt, ich bin erst mit der Mittelstation hoch, dann hier rüber, dann hier mit der Bahn hoch bis zur Rotkugelhütte. Von hier aus sozusagen die 6010 runter und dann die 607 bis hier unten. Das heißt, das ist den Ullweite Trail, der 7 Kilometer lang ist, der hier, und die Online mit 3,6 Kilometern. Also sind über 10 Kilometer, also knapp 11 Kilometer, die man dann fährt. Also das ist ein langer Trip. So, dann fahren wir nochmal hier ganz klassisch diese Taere Line, heißt sie, glaube ich. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Das ist hier so die rote Strecke am Berg, die direkt auch mit der Hauptgondel startet. Also das ist so die erste Strecke, auf die man auch so richtig kommt, wenn man hier das erste Mal mit der Gondel hochfährt. Eigentlich kommt man auch über diese Line hier zu allen anderen relevanten Lines. Das ist hier eine rote Strecke, aber gerade hier der erste Bereich ist auf jeden Fall blau. Also den kann man wirklich gut hier fahren, ohne Probleme, und kommt dann da auf die anderen Trails. Der Park geht übrigens bis da drüben. Da drüben ist nämlich nochmal eine Gondel. Da muss ich auch noch unbedingt hin. Da soll es nämlich noch die weitere schwarze Line geben. Weil ich fahre jetzt hier diese Taere Line und hier gibt es nämlich auch noch diese eine schwarze Line. Und zu der fahren wir jetzt mal hin. Dann sieht man nämlich den Großteil hier von dieser roten Line und hat dann unten nochmal die Option, auf die schwarze Line abzubiegen. Dann sieht man eigentlich schon ganz gut, wie so der Charakter von der Strecke hier ist. Immer so ein kleiner Holzdouble mit drin, den man auch überrollen kann. Also hier kann man auch alles abrollen. Abrollen oder doublen. Und die Strecken hier in Sölden sind alle sehr, sehr lang. Also nicht wundern, ich werde die Teile, wo es immer mal nur so ein bisschen bergab geht, sage ich mal, wie jetzt hier, so sich relativ normal runterschlängelt, die werde ich dann auch zum Teil rausschneiden. Aber eine Stelle darf ich nicht rausschneiden, und das ist nämlich diese hier. Da ist nämlich, ich zeig das mal kurz,
hier so ein sketchy, so eine sketchy Abfahrt. Da kommt der Stein und so eine Holzlandung. Bergauf fahren mit Downhill Bike. So. Aber man kann die Stelle auch ganz normal umfahren und einfach da Anlieger fahren. Also man muss diese Stelle nicht fahren, aber die ist schon interessant hier. Vor allem, weil die Anfahrt nicht so ganz easy ist mit den Steinen. Und dann geht es hier ganz normal mit den Anliegern weiter. Also eine ganz coole Stelle. Da hat man hier auch mal so einen schönen großen Holzanlieger mit drin. Und so eine etwas rupigere Abfahrt hier. Jetzt geht es hier auf die zähe Line, auf die schwarze Line. So, da geht es nämlich hier lang. Die bin ich jetzt auch erst einmal gefahren, jetzt gerade eben mal. Also die Route geht im Prinzip genauso weiter, wie die jetzt gerade die ganze Zeit hier so war. Und dann hat man eben diese Option, hier auf diese zähe Line zu fahren. Die eben als schwarz gekennzeichnet ist. Aber keine Sorge, die lässt sich, boah, hier ist richtig Matsch. Die lässt sich sehr gut fahren. Kurz gucken, ob die Linse dreckig ist. Also die wäre in anderen Bikeparks sicherlich auch als rot durchgegangen. Also es ist keine allzu übertriebene Strecke. Macht auf jeden Fall Bock. Also macht richtig, richtig Bock. Aber kann man sich ruhig dran trauen. Jetzt bin ich falsch raus, da wäre nochmal ein Sprung gewesen. Also sind doch immer einige Sprünge drin. Und vor allem die Strecke würde sich auch super mit dem Enduro fahren lassen. Jetzt nochmal so einen kleinen Double drin. Das war jetzt aber auch einer der wenigen nicht abrollbaren Sachen. Ansonsten lässt sich hier eigentlich alles schön abrollen. Auf dem Hinterrad durchfahren oder überspringen. Und jetzt kommt nochmal ein richtig geiler Teil hier. So richtig schöne hohe Anlieger. Jetzt kommt nochmal so ein flowiger, schneller Teil eigentlich. Da wusste ich vorhin erst nicht so, wie der Teil hier so wird, aber der macht doch Spaß. Kann man jetzt schön runterflowen lassen. Ja, nice. Danke. Sehr cool. Freut mich. So, hier kurzer Drop. Ah, das ist richtig geil. Das macht Bock. Wir sind jetzt ja schon wieder auf diesem roten Teil. Der lässt sich ja auf jeden Fall mitten im Enduro fahren. Wenn nicht sogar mit dem All Mountain. Da kann man auch ruhig mit weniger Federweg. Ich glaube, das macht richtig Spaß hier. Allgemein ist, glaube ich, der Park hier was, den man gerne noch mit wenig Federweg fahren kann. Da braucht man nicht mit dem Downhiller unbedingt ankommen. Und da hat man, glaube ich, mit dem Trailbike und so auch richtig, richtig Bock. Also wem so Trails liegen und so ein bisschen erlebnismäßig unterwegs sein will, vielleicht auch mit dem E-Bike oder so, ist das hier auf jeden Fall eine gute Wahl. Ob jetzt hier der reine Bikeparkfahrer auf die seine Kosten kommt, weiß ich noch nicht ganz. Dafür checke ich nämlich jetzt noch mal die andere schwarze Strecke aus. Da muss man aber mit der anderen Gondel hochfahren. Weil die andere schwarze Strecke drüben soll krasser sein, laut der von der Beschreibung her zumindest, soll die zackig sein. Und da bin ich mal sehr gespannt. Also immer noch unterverteilte Tarere-Line. Genau, und hier ist jetzt wieder auf der Tarere-Line ein schwarzes Obstacle mit drin. Nämlich dieser Drop hier. Kann man aber auch komplett abrollen. Also könnte man komplett, ich sag mal, im Sitzen auffahren oder halt richtig runtersenden. Von daher cooles Teil eigentlich, um sich dran zu tasten.
So, und an der Brücke erkennt man immer, dass man schon fast ganz unten ist. Jetzt fährt man nämlich wieder auf dieser Mountaincart-Strecke lang. Ich habe jetzt aber noch einen ganz coolen Teil entdeckt. Den muss ich euch auf jeden Fall jetzt noch zeigen. Der ist nämlich sehr, sehr, sehr spannend. Also hier sind die Drops. Also ein bisschen spät gesehen. Da sind zwei so kleinere Dropkanten. Aber das war noch nicht der spannende Teil, den ich meinte. Da kommt nämlich jetzt noch. Dafür, dass ja eigentlich alles relativ entspannt ist, auf den Strecken, auf denen ich bis jetzt war, ist das dann schon eine Nummer. Da kommt jetzt nämlich gleich der Teil. Jetzt kommt der Teil, den ich meine. So, der wird jetzt spannend. So, also nochmal kurz so einen schwarzen Abschnitt hier einfach mal mit drin. Hier sind nicht wirklich schön steil und schön verblockt. Und so richtig geil wird es jetzt hier. Das ist natürlich geil, ne? Richtig verblockte Steine bis hier runter. Boah. So, Hintergrad versetzen und jetzt geht's hier runter. Also ein anspruchsvolles Stück, muss man so sagen, aber sehr cool. So, und jetzt geht's hier auf diesen kurzen Radweg und dann sind wir gleich schon wieder an der Station. Hier kann man so ein bisschen chillen, da ist noch ein Pumptrack. Also das hier so ein bisschen die Rider Area mit Waschplatz. Neuer Tag hier in Sölden, da drüben zu kommen. Ob wir zwei das hier hinbekommen. Aussichtscheck. Ich befürchte mal, dass ich jetzt da hoch muss. But we can ride it together. Ja. Ja, hallo. Yeah. Okay, das ist crazy.